Willkommen hier zu unserer Mega-Season, dieses Mal das Rennen hier im Fürstentum. Es wird ziemlich spannend heute. Wir starten zwar von der Pole-Position, ich werde mit der Different-Strategie reingehen und ob die sich befürworten wird, werden wir auf jeden Fall im Laufe des Rennens sehen. Abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos, lasst gerne einen Daumen rum da und ja, ich freue mich extrem, das gestrige Rennen war sehr, sehr toll. Wir werden auch hier auf jeden Fall noch ein bisschen drüber reden. Schaut gerne auf iTunes-Gaming auf Instagram vorbei und auch gerne auf Instagram-Tobi auf TikTok. 3,3 Kilometer, 19 Kurven, eine DS-Zone. Aber trotzdem eine Strecke, wo man extrem schwierig überholen kann. Sehr enge Gassen, die breiten Autos. Ja, und generell auch kaum Platz. Hier haben wir Turn 1, Sontewoop. Und ja, was soll ich sagen? Das gestrige Rennen war sehr, sehr toll. Wir hatten viele, viele, viele Wow-Momente mit Crashs. Aber auch das Wetter, das umgeschwenkt ist. Aber jetzt gucken wir uns mal unsere Startausstellung an, die sich am Samstag in unserem Qualifying ergeben hat. Von der Proposition werden wir ins Rennen gehen. Wir werden mit Lewis Hamilton probieren, den 8. Titel zu holen. Max Verstappen direkt neben uns mit einer Zehntel Rückstand. Gut, wer startet hinter uns? Das wird der Ferrari-Reihe sein. Leclerc, Delacroix, Matador, neben Carlos Sainz Jr., George Russell und Checo Perez, der, jo, Norrie und Alonso noch im Alpine, Ricciardo und Guan Yu Zhou und, ja, Ocon und Bottas. Das wird auch eines der letzten Rennen in F1 22 sein, von der Mega-Season her. Albon und Yuki, dann haben wir hier Sebastian Vettel und Nicolas Latifi, Pierre Gasly und Lance Stroll, Kevin Magnussen und Mick Schumacher starten aus der letzten drei. Wie gesagt, wir werden dann nach Spanien vermutlich, ich weiß nicht, ob da noch ein Rennen kommt vorher, oder am gleichen Wochenende, also am 13. geht's los. Ich durfte mir das Spiel schon vorbestellen und ich freue mich schon auf F1 23. Hier haben wir nochmal, ja, die Einführungsrunde, die Formation Lab. Wir werden auf Weiß ins Rennen reingehen und dann auf Gelb wechseln. Das habe ich mir so ausgedacht, ein bisschen noch die vordere Aero aufdrehen, Reifendruck noch ein bisschen anpassen und ja, ich denke mal, so können wir dann ins Rennen reingehen. Ich habe aber zuerst überlegt, die zwei Stop, nur ich weiß halt genau, dass wir dann drauf zahlen und die werde ich halt absolut nicht nehmen. Hier habe ich zwar noch die andere Strategie, wir werden mit Weiß starten und dann, jetzt habe ich dann auch mal geguckt, wie die anderen so fahren, die werden alle mit Gelb starten. Ich dachte mir, wenn ich das mit Weiß schaffe, könnte ich länger fahren und ins Tint ein bisschen rausziehen und so werden wir es dann auch machen. Wir werden auf die weißen Reifen gehen und werden dann auf Gelb wechseln. Hier sehen wir es auch. Ich muss halt wirklich beim Start alles richtig machen, denn das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit für Verstappen, richtig an uns vorbeizukommen. Das müssen wir auch hoffentlich hinbekommen. Aber gucken wir mal. Los geht's hier. Der große Preis von Monte Carlo beginnt hier in unserer F1 Megaseason. Lights out and away we go. Wir kommen sehr, sehr schlecht weg. Also wir kommen zwar eh okay weg, aber ja, hier direkt fährt mit Leclerc und Max ist weg. Das war natürlich jetzt eher der das Worst-Case-Szenario. Wir haben es nicht geschafft, vorne zu bleiben. Er ist da vorbeigeschlüpft und ja, jetzt müssen wir es dann halt über die Strategie machen. Länger fahren als er und hoffen, dass sich das mit einem Overcut irgendwie ausgeht. Mal gucken, wie das Ganze mit dem Rennen wird, wie die Reifen sich entwickeln. Wir haben 39 Runden, das ist schon ordentlich an Renndistanz und ja, es kann immer wieder was passieren, fehlertechnisch, spettertechnisch. Es ist nicht das perfekte Wetter bei uns hier eingestellt und so hoffe ich auch, dass wir vielleicht eventuell noch ein bisschen was hier reißen. Der zweite Platz wäre jetzt nicht schlecht, nur nicht noch weiter nach hinten, das darf halt nicht passieren. Die Strecke ist halt toll, also wirklich, sie ist halt prestigeträchtig ohne Ende. Das ist, glaube ich, auch noch der Grund, warum sie überhaupt im Kalender ist, denn ja, wegen dem Racing-Erlebnis ist es, glaube ich, nicht mehr. Hier werden wir wieder fast, oder wir haben schon fast in den Morgen geditscht. Halleluja. Das hätte gefährlich werden können. Ja, aber trotzdem, wie gesagt, wegen dem Rennerlebnis ist es schon lange nicht mehr. Es ist eher wegen Prestige, wegen dem Star-Aufgebot und natürlich auch wegen der Geschichte. Bergauf, wir können auf jeden Fall an Max dranbleiben. Es sind immer nur ein bisschen mehr als eine Sekunde. Wobei die in Monaco sowieso egal sind, denn DRS oder so funktioniert sowieso nicht auf dieser kurzen Geraden. Da muss ich schon auf einen Fehler seinerseits hoffen. Und ja, wir kennen ja Verstappen. Fehler sind da eher mo. Ja, ich würde mal sagen, wir haben uns hier ein bisschen eingefahren und wir müssen hier noch ein bisschen fahren, deswegen reden wir über das gestrige Rennen. Das auf jeden Fall sehr spannend war. Also beim Kampf um die Spitze, glaube ich, war schon alles nach dem Start gegessen. Aber dahinter wurde es interessant, denn durch Fehler von Fahrern
aber auch durch strategische Fehler Ferrari-seits gab es einiges an Diskussion. Max Verstappen natürlich grandios gewonnen, also der hat auch wirklich nie irgendwie ein Anzeichen gemacht, dass er das nicht stemmen kann. Nur einmal gab es vielleicht das Momentum für Fernando Alonso, als es zum Regnen begonnen hat, wie er dann auf die Mediums gegangen ist und dann nochmal eine Runde später, weil es so stärker geregnet hat, dann nochmal auf die Hinter. Ich würde mal sagen, da hat er so ein bisschen das Momentum verspielt, denn es hätte zugunsten seinerseits auf jeden Fall ausreichen können. Ich meine, Verstappen hätte zwar ordentlich Druck gemacht, aber in Monaco kann man sowieso nicht richtig überholen. Und ich glaube mal, da hätte Fernando eine gute Chance gehabt. Egal, hätte, wäre, wenn, soll, es ist sowieso so, wie es war. Alonso trotzdem grandios auf dem zweiten Platz, trotzdem mit einer halben Minute Rückstand natürlich durch den Extra-Stop. Der dritte Platz war für mich das Überraschendste. Sehr, 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 sehr toll. Ein Esteban Ocon, der meiner Meinung nach eines seiner grandiosesten Rennen nach dem Ungarn Grand Prix gefahren hat. Sehr fehlerfrei, hat wirklich allen Angriffen von Sainz getrotzt, auch im Regen, nicht gepatzt und tolle Leistung. Wir gucken uns hier mal den Start dann von unserer Onboard-Perspektive und es ist auf jeden Fall zu sehen, ich musste ein bisschen mit dem Gas triggern und trotzdem war der Wheelspin unendlich da. Die weißen Reifen sind einfach nicht das Beste und hier kommen wir halt sehr, sehr gut durch Turn 1. Gott sei Dank konnte ich mich da immerhin noch gegen Leclerc schützen. Die haben wir vorhin auch gesehen, die Replay. Wir sind halt einfach am Platz gestanden und ich wollte hier nachher hardcore abdecken. Also es war nur so ein bisschen Rad an Rad. Es war fast zu hart da, was ich da wieder dran gekommen bin. Über eine Sekunde ist noch immer noch der Rückstand hier in der 10. Runde, wie gesagt. Also Carlos Sainz ein bisschen gestern übers Limit hinausgeschossen. Nach ein, zwei Manöver, wo du denkst, das muss nicht sein. Aber da gab es noch einen Kandidaten, da kommen wir aber später zu reden. Was soll ich sagen? Dahinter Mercedes, tolle Leistung. Die B-Variante scheint zu funktionieren. Also man hat ein gutes Rennen abgeliefert. Hamilton eher eher so vom Glück verfolgt, denn durch ein paar Patzer bei Ferrari konnte sich Hamilton dann den vierten Platz holen. Er war auch knapp an Ocon dran, aber wie gesagt, Monaco ist halt einfach nicht die Strecke zum Überholen. Dahinter, Charles Leclerc, ganz toll. Sehr, sehr feines Rennen. Nur ich glaube, er hat selbst zugegeben, dass er irgendwie gesagt hat, er will in die Box oder so und dass dieser Crawl dann vermutlich ihn in eine blöde Situation gebracht hat. Und wie immer sehr selbstkritisch, also kaum ein anderer Fahrer ist so selbstkritisch wie Charles Leclerc. Das ist einfach nur traurig, dass ein Fahrer wirklich teilweise so wenig Selbstvertrauen hat oder so wenig, also man merkt richtig, bei Ferrari ist da irgendwas, da muss irgendwann mal was ausbrechen. Denn die Fahrer stehen beide unter so immensen Druck. Und das merkst du auch. Das ist einfach... Das ist einfach ein Wahnsinn, wie gesagt. Dahinter muss ich echt sagen, sehr, sehr schlechtes Rennen von von Carlos Sainz Jr. Es war einfach dieser dumme Move gegen Ocon, wo er sich da den Frontflügel zerstört hat. Es war einfach so dumm und unnötig. Auch gutes Ergebnis von Pierre Gasly, der konnte da teilweise auch, hat ein paar Mal versucht, an Sainz dann gerade am Ende von diesem ganzen Wetterzeug anzugreifen, würde ich sagen, auch für mich ein toller Fahrer, tolles Wochenende, nur die größte Überraschung, finde ich, sind auf jeden Fall die McLaren. Wir haben da einen Lando Norris, er ist auch von diesem Platz 10. glaube ich gestartet, 9. ins Ziel gekommen, tolle Leistung, aber auch Oscar Piastri, meiner Meinung nach einer der besten. Das ist Wochenende, ist wirklich toll, toll, toll gefahren. Das für sein erstes Mal Monaco in der Formel 1 mit einem Punkt sogar mit rausgegangen. Tolle Leistung. Wieder ein bisschen im Pech verfolgt. Denn, jetzt kommt noch der eine, auf den ich da ein bisschen ansprechen wollte. Kevin Magnussen. Ich weiß nicht genau, was mit dem los war. Der hatte da wirklich so einen harten Dachschaden. Also wirklich, zuerst hier mal so richtig Hardcore-Überholmanöver. Dann so wie Stroll überholen wollte, hat er da richtig hart abgedeckt, obwohl es dann nichts zum Abdecken gab. Also wirklich, er hatte den Fehler drin und dann deckt er ab wie ein Psychopath. Ist mir vorgekommen, als ob er glaubt, er fährt ums Podium oder so. Dann der Brake-Test, ob es ein Brake-Test war, wissen wir nicht, anscheinend nicht. Aber gegen Checo Perez, ich weiß nicht genau, was in dem gefahren ist, für mich wirklich der Loser des Tages. So ein schlechter Fahrer. Wir haben hier einen Flügelschaden in der 18. Runde. Das wird natürlich jetzt ein traumhaftes Ende werden, denn wir waren schon beide in der Box. Nein, waren wir nicht. 18. Runde von 39 und die Reifen halten absolut nicht, so lange, als ich mir das vorgestellt habe.
Wir dachten, wir könnten locker bis 130 oder so fahren. Aber wir haben jetzt schon 50% vorne links. Das ist auch der härtest beanspruchte Reifen. Generell die Vorderachse. Ich habe probiert, ein bisschen mit Aufhängung zu spielen, mit dem Verteiler und so weiter. Jetzt ist Verstappen auch in der Box drin. Und jetzt heißt es natürlich Pacen. Ich muss mir ein bisschen die Gap rausfahren. Das Problem wird halt sein, die Reifen sind jetzt schon richtig, wie soll ich sagen, zäh. Also die sollten ja normalerweise ewig halten. Aber mein Verschleiß hier, eben weil ich natürlich auch so hart pushen muss, ist wirklich enorm. Natürlich probiere ich alles hier, um noch mehr Zeit rauszuholen. Wir müssen einfach, 3 Sekunden mindestens noch rausfahren. 4 Sekunden wäre noch besser. Also Russell ist weg auf jeden Fall. Sainz ist weg. Leclerc wird schon knapp werden, denn ich glaube 21 oder so haben wir es. Und jetzt ist sowieso, habe ich das überschätzt. Und wir sind nur noch 12,6 Sekunden von Max Verstappen entfernt. Und 15 nur noch von Leclerc. Das bedeutet, wir werden knapp vor Carlos Sainz rauskommen. Und dann müssen wir Leclerc und Verstappen on track überholen. Und ob das möglich sein wird, müssen wir uns nachher angucken. Wir werden natürlich die besseren Reifen haben mit den gelben. Und auch gut, okay, ich drücke A direkt und dann gibt es nur gut, egal. War eigentlich hier so ein Standard-Mercedes-Boxen-Stop in 2,8 Sekunden. Und Leclerc ist jetzt letzte Kurve, der wird uns gleich überholen. Aber Verstappen, Leclerc wird knapp auf jeden Fall. Nein, der kommt auch vorbei. Wir kommen locker vor Sainz raus, aber Leclerc ist easy vorbei. Das war nicht gut getimt, ich hätte vielleicht eine Runde früher reinkommen sollen, denn das war eher semi-gut, dass wir hier so viel Zeit verspielt haben. Sainz ist jetzt knapp hinter uns, Leclerc haben wir 3,5 Sekunden und jetzt heißt natürlich mal Pace finden mit den Gelben, hoffentlich schneller sein. 7 Sekunden, 6,3 Sekunden sind es auf Verstappen. Das wird hardcore, Leute, das wird so ein harter Endspurt. Also Endspurt ist natürlich jetzt vage. Wir haben 15 Runden noch zu fahren, also ich muss mir auch die Reifen trotzdem noch einteilen, denn die KI ist ja auch nicht viel länger mit den Gelben gefahren. So, hier mit dem richtig harten Links, ich habe natürlich ordentlich Wut im Bauch. Wir sind in der 26. von 39 Runden, sind jetzt an Charles Leclerc dran, haben natürlich noch aktuell die Bestreifen und nur 3 Sekunden vom Verstappen weg. Das könnte echt noch gut werden, nur ich darf mich hier nicht zu lange mit Leclerc abbrecken. Ich hoffe natürlich, dass der vielleicht irgendwann einen Fehler macht oder wir einfach irgendwie mit einem gewieften Manöver vorbeikommen. Das wäre natürlich perfekt. Den Berg rauf ist natürlich keine Möglichkeit, auch beim Casino wirst du nicht vorbeikommen. Wenn wir nah genug dran, ob gut hier aus dieser Kurve rauskommen, könnten wir es eventuell unten versuchen oder eine Engstelle versuchen, nur da sind wir nicht nah genug dran. Hier auch eher den Scheitel verpasst, zu spät an der Bremse und da kann ich auch nicht draufhalten. Wir gehen ein bisschen weiter nach außen, um mehr Schwung mitzunehmen, trotzdem hier nichts, gar nichts. So, da la. Der Exit ist auch verdammt wichtig und da sind wir besser rausgekommen, das Leclerc. Jetzt im Tunnel, da ist eher wieder ein Ticken schneller auf der Geraden. Und im Windschatten kommen wir immerhin dran. Jetzt schaut's gut aus. Wir kommen sehr, sehr nah dran. Oh mein Gott. Ja, das war gut. Da sind wir vorbei. Oh nein, da kommt der Switch. Und die beinahe Berührung mit der Mauer. Halleluja, war das knapp. Aber wir übernehmen hier den zweiten Platz. Und das könnte interessant werden, denn wir sind nur 3,5 Sekunden von Max Verstappen weg. Schaffen wir es noch, ihn aufzuholen und ihn überzuholen? Wir sind in der 30. von 39 Runden, sind jetzt mit einem guten Vorsprung von 3 Sekunden vor Leclerc, aber leider noch 1,6 Sekunden hinter Max Verstappen. Die Reifen sind schon langsam, würde ich sagen, im Grip-Level von Verstappens Hardreifen. Also da ist nicht mehr viel Leben innen. Jetzt heißt es eigentlich auch nur noch Überleben, denn ich glaube auch nicht, dass wir hier an Verstappen noch vorbeikommen. Es war eine schöne Zeit aufzuholen, aber die ist jetzt vorbei. Jetzt heißt es natürlich Überleben, denn ein Leclerc wird sich das nicht lange gefallen lassen. Und der wird auch sehen, dass unsere Reifen langsam aber sicher zugrunde gehen. Und so wird es dann auch leider ausgehen. Also ich glaube, wenn wir das halten können, wird es maximal der zweite Platz heute. Also da ist nicht mehr viel drin. Innenreifen, 3 Runden noch überleben, keinen Fehler bauen, sonst ist natürlich das Rennen noch eher vorbei. Und hoffen, dass das Wetter so bleibt.
Das ist eine Schlüsselkurve hier. Da holen wir auch immer einen Ticken auf an die Vorderleute. Und auch jetzt wieder. Ja, jetzt eher nicht. Aber meistens holen wir hier die meiste Zeit raus, eben weil natürlich die Gelben vom Grip-Level her viel, viel schneller oder viel weniger Wheelspin machen. So, da, hier durch und 1,7 Sekunden Rückstand. Ja, nach so einem richtig langen Rennen fehlt dann richtig die Konzentration. Also ich merke es auch wirklich nach 36 Runden, aber auch dann nach 39, da kommt die berühmte Mauer. Da machst du dann hier einen kleinen Fehler, bist hier vielleicht zu spät mit der Bremse, eben weil es so eintönig ist. Du fährst wirklich 39 Runden die gleiche Rennstrecke, die gleichen Kurven, machst eventuell die gleichen Fehler und ja, hast dann auch kaum jemanden vor dir. Du guckst nur, passt die Zeit, wo gehört noch Zeit hin, muss ich schneller fahren, muss ich langsamer machen. Und das ist leider sehr, sehr fade nach der Zeit. Also gerade hier in Monte Carlo, dass du hier nach einer Zeit Konzentrationsschwierigkeiten hast, das kann ich mir gut vorstellen. Auch wenn dann vielleicht wer in der 50., 60. Runde in die Mauer rutscht oder sich vielleicht irgendwie den Frontflügel beschädigt, weil er gegen die Mauer fährt oder so. Oder irgendwie eine Kurve falsch einschätzt. Ich kann das wirklich verstehen, denn diese Strecke ist nicht einfach. Diese Strecke ist knallhart. Ein Fehler könnte das ausbedeuten. Und hier sind wir richtig spät an der Bremse, das wäre ja semi-gut. 1,6 Sekunden. Wir jagen zwar Verstappen, aber wir haben da leider keine Chance. Wir sind da eher mit stumpfen Waffen dran. Gucken wir uns nochmal ein paar Replays an von dem heutigen Rennen. Denn das wird vermutlich spannender sein. Hier gegen Charles Leclerc. Hier, wir haben zwar ein bisschen die Kurve geschnitten, haben ihn aber nicht neben der Strecke überholt. Das, glaube ich, ist wichtig zu erwähnen. Bergauf, ja, Casino. Sehr, sehr gut. Finde ich schöne Aufnahme. Aber ich glaube, ja, da kommt der Knutscher mit der Mauer. Links hinten bisschen angeschlagen und ja, generell natürlich passieren solche Hektigkeitsfehler auch hier wieder. Da kommt die nächste Replay, da kommen wir weit und berühren ein bisschen mit dem Frontreifen. Ja, Alter, das war auch sehr hart. Das war Verstappen-like. Wir sind in der letzten Runde, Leute. 1,1 Sekunden, ich habe mich nochmal auf Höhepunkt gepusht. Aber es wird vermutlich nicht reichen. Wir werden nicht an Max vorbeikommen. Es ist leider nur der zweite Platz, obwohl wir die Pole gehabt haben. Die Strategie hat es dann zum Schluss doch ausgemacht. Wir hätten auch mit den Gelben starten sollen. Aber das weißt du natürlich im Vorhinein nicht. So wie auch Fernando Alonso das gestern nicht wusste. Aber das ist es gewesen. Monte Carlo für dieses Jahr endlich absolviert. Ich bin kein großer Fan, das zu fahren. Es ist so ein mega hartes, anstrengendes Rennen. Auch nur in so einem Simulationsspiel. Es ist wirklich so schwierig, sich so lange zu konzentrieren. Und ich hoffe, euch hat es gefallen, Leute. Wir sind verlieren leider wieder 6 Punkte. Wir haben ja den 1 Punkt immerhin für die schnellste Rennrunde mitgenommen. Aber trotzdem, das ist natürlich bitter. Das ist sehr, 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 sehr bitter, dass wir gerade von der Pole aus hier in Monte Carlo nicht gewinnen konnten. Es wirft uns ein bisschen zurück in der Weltmeisterschaft. Aber ja, ich würde mal sagen, das ist ehrlich gesagt nicht so schlimm. Also wir haben dann einen guten Polster. In Spanien werden wir wieder angreifen. Und auch dann kommen noch bessere Strecken, die vermutlich meinem Mercedes ein bisschen besser liegen werden. Auch meinen fahrerischen Skills vermutlich ein bisschen besser liegen werden. Hier haben wir Max Verstappen. Ähnliches Podium wie gestern. Nein, war es nicht. Also wir haben keinen Mercedes am Podium gehabt und auch keinen Ferrari. Wir hatten Esteban Ocon. Tolle Leistung noch einmal gesagt. Auch Fernando Alonso. Bleibt seine Linie treu. Nur einmal nicht am Podium. Aserbaidschan. Tolle Leistung von dem Spanier, also wirklich, ich bin ein Riesenfan und ich hoffe natürlich auch, dass das ewig weitergeht und dass vielleicht auch mal Glück hat und Verstappen mal ausscheidet oder so oder einen Nuller macht, dann könnte er mal ein bisschen aufholen nach Paris, weit jetzt weg vom Weltmeistertitel. Ich dachte vor Miami dachte ich noch, der wäre ein fetter WM-Kandidat, aber jetzt denke ich mir nur so, die WM ist jetzt schon gelaufen, nach 7 Rennen oder 6. Naja, egal. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken, wir gucken uns natürlich hier nochmal die Lage an in der Weltmeisterschaft. Auch wenn ich denke mal, wir werden noch einen komfortablen Vorsprung haben. Morgen geht es dann auch weiter in unserer F1 Audi-Karriere und natürlich auch im Countdown. Denn Formel 1 kommt schon am 13. für uns raus. Ich habe es vorbestellt. Ich freue mich sehr drauf. 1,8 Sekunden haben wir uns an Ende getrennt. Abonniert gerne den Channel kostenlos. Lasst gerne einen Daumen da. Und wie gesagt, schaut doch gerne auf Fitz-Tobi auf Instagram vorbei. Und auch unbedingt gerne macht die 13K voll auf. Nein, Fitz-Tobi ist natürlich TikTok, sorry. Und natürlich auch gerne auf iTunes-Gaming. Wir gucken uns die Rangliste an. 2 Punkte trennen uns jetzt. Max Verstappen hat die Führung genommen. Das wird auf jeden Fall ein sehr spannendes
Veitchen. Ich hoffe natürlich, wir schaffen den 8. WM-Titel mit Luis und es geht nächstes Mal weiter. Ciao.